herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Welt der Wunder. Was es mit diesem riesen 50 Tonnen schweren Betonrohr auf sich hat, das verrate ich Ihnen gleich. Hier sind unsere Themen. Die Gefahr aus dem Untergrund, warum Deutschland wie ein Schweizer Käse ist. Immer steigende Energiepreise, sparen Sie bis zu 30% Heizkosten. Wir verraten wie. Vor einigen Wochen hat sich urplötzlich in Thüringen ein Loch aufgetan. Warum es in Deutschland immer wieder zu solchen Einstürzen kommt, das sage ich Ihnen gleich. Und außerdem haben wir noch dieses Thema für Sie. Wasser macht dick, dumm und krank. Das behaupten Wissenschaftler. Wie gefährlich ist unser Trinkwasser wirklich? Oh, am Ende des Tunnels, hier hinter mir, schiebt sich ein Bohrer immer weiter ins Erdreich rein. 700 Meter in diese Richtung befindet sich der Ausgang. Eines Tages wird hier mal Abwasser durchfließen. Ziemlich eklig, aber bei uns geht es jetzt um Frischwasser. Man soll ja bekanntlich ganz viel trinken und am besten Leitungswasser oder Mineralwasser. Denn das macht nicht dick, ist natürlich und rein. Manchmal leider auch nicht. Wasser macht dick, dumm und krank. Das ist das Ergebnis von wissenschaftlichen Studien. Unser Wasser wirkt zwar klar und rein, gesund ist es schon lange nicht mehr. Es ist die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass jeder Bürger und auch wirklich jeder, auch Säuglinge und Kleinkinder, bedenkenlos Trinkwasser zu sich nehmen können, ohne Angst haben zu müssen vor gesundheitlichen Schädigungen. Konstanze Zier hat genau diese Angst. Sie glaubt, dass sie während der Schwangerschaft von Leitungswasser schwer krank wurde. Die Blut- und Urinwerte waren immer schlecht. Bleihaltig, uranhaltig. Können wir dem Getränk aus der Leitung noch trauen? Wir zeigen Ihnen, was in Ihrem Wasser steckt. Wasser macht krank. Die Qualität des Trinkwassers unterliegt bundesweit den strengen Regelungen der Trinkwasserverordnung, für deren Einhaltung ausschließlich die Wasserversorgungsunternehmen und die Gesundheitsbehörden sorgen. Nach Recherchen der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch wird in vielen Bundesländern Trinkwasser an die Bevölkerung abgegeben, das zu hoch mit dem Schwermetall Uran belastet ist. Uran hat eine ähnlich hohe Giftigkeit wie Blei. Es kann die Niere, Leber und Knochen schädigen. Uran ist in vielen Gesteinsschichten natürlicherweise enthalten und löst sich im Wasser. Der gesetzliche Höchstwert liegt bei 10 Mikrogramm Uran pro Liter Wasser. Verbraucherschützer fordern einen Höchstwert von 2 Mikrogramm. Im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt gibt es bis zu 30 Mikrogramm Uran pro Liter Wasser. Dort lebt Familie Zier. Bei ihnen kommt nur noch Mineralwasser auf den Tisch. Sie rühren das uranhaltige Leitungswasser nicht mehr an. Ihnen drohen sonst Nierenschäden. Besonders gefährdet ist die kleine Tochter Charlotte. Man ist schon sehr ärgerlich, weil man ja im Vorfeld von der Sache überhaupt nichts gewusst hat. Also mir geht es weniger um mich, weil ich habe ja nun schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber um unsere Enkeltochter, na, da ist man dann wirklich sehr verärgert. Und man weiß nicht, was man dagegen tun kann. Eigentlich gar nichts Richtiges, weil es bewegt sich einfach nichts momentan. Als Konstanze Zier vor 2 Jahren schwanger wird, kommt es bei ihr zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Die Blut- und Urinwerte waren immer schlecht, bleihaltig, uranhaltig. Deswegen musste ich auch in der Schwangerschaft die ersten Wochen jede Woche hin Tests machen lassen. Und ja, wahrscheinlich durch den Tee, da habe ich ja das normale Leitungswasser genommen. In Bayern und Sachsen-Anhalt werden teilweise immer noch bis zu 30 Mikrogramm Uran pro Liter Wasser gemessen. In den übrigen Bundesländern liegen die Werte zwischen 2 und 10 Mikrogramm. Die Menschen in Bremen, Hamburg und Berlin sind mit etwa 2 Mikrogramm Uran pro Liter Wasser am wenigsten gefährdet. Seit Jahren drängt Christiane Groß von Foodwatch die Bundesregierung mit ständigen Anfragen, den gesetzlichen Grenzwert für Uran im Trinkwasser herabzusetzen. Denn der Grenzwert von 10 Mikrogramm schützt nur die Erwachsenen. Ein Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Liter reicht eben nicht aus, um auch die schwächsten Säuglinge und Kleinkinder nämlich ausreichend vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Man könnte doch einfach zu Mineralwasser greifen. Aber auch hier ist man nicht sicher. Mineralwasser ist zwar ein reines Naturprodukt. Es ist Grundwasser aus sehr tiefen Erdschichten. Aber genau in diesen tiefen Erdschichten können auch Schwermetalle stecken.
Heilwässer sind nicht unbedingt besser, denn sie sind eigentlich Mineralwässer. Es kommen nur noch andere Stoffe hinzu. Somit ist Heilwasser ein Mineralwasser mit Zusatz. Tafelwässer sind auch vermischte Mineralwässer. Sie sind ein Mischprodukt aus Mineral- und Leitungswasser. Es können auch noch andere Stoffe hinzukommen. Somit steckt in allen Wassern das gleiche Problem. Das Problem ist, dass es eben auch keine Kennzeichnungspflicht gibt für Uran. Das heißt, wenn Sie im Laden Mineralwasser kaufen, erfahren Sie nichts über die Belastung und es gibt keinen Grenzwert. Das heißt, da könnte auch wirklich viel Uran drin sein. Wasser macht dick. Weil ein Cocktail aus Pillen, Arzneimitteln, Weichmachern und Hormonen ins Wasser gelangt. Die Kläranlagen sind gegen diese Stoffe ziemlich machtlos. Dieser ungewollte Hormonschub aus dem Trinkwasser verändere auch die Fettverbrennung der Menschen, behaupten englische Wissenschaftler. Die Folge auf Dauer: dicke Bäuche und Männerbrüste. Das Problem bei Arzneimitteln ist, dass die vor allem zum Beispiel durch Krankenhäuser, aber auch durch die Leute, die daheim ihre Arzneimittel nehmen, die kommen in die Kläranlage und die sind oftmals von ihrer chemischen Struktur extra auch so designt worden, dass sie nicht leicht abbaubar sind. Wasser macht dumm. Denn schon geringe Mengen an Blei schädigen das Nervensystem. Deswegen müssen bis 2013 alle Vermieter Bleirohre austauschen lassen. Vor allem in Nord- und Ostdeutschland kamen Bleileitungen noch bis Anfang der 1970er Jahre zum Einsatz. Eine komplette Erneuerung ist teuer. Deswegen zögerten viele Hausbesitzer. Aber jetzt sind sie gesetzlich verpflichtet zu handeln.